Herzlich willkommen und hallo. Hier ist das Taroskop für das Sternzeichen Fische für den Monat Dezember 2017. Herzlich willkommen. Ich werde hier die Tarotkarten legen, Rider-Waite. Und zur Klärung habe ich die kleineren Rider-Waite-Karten, wenn es was zu klären gibt. Wenn es eindeutig ist, brauchen wir die nicht. Dann gibt es noch eine Orakelkarte und ich ziehe euch eine Karte des Monats aus dem Dali-Deck. So. Wichtig ist noch, wenn es euch gefällt, dann macht einen Daumen hoch und ihr könnt gerne jederzeit Kommentare reinschreiben, ihr könnt Fragen stellen, wenn ich euch weiterhelfen kann. Kurze Frage, kurze Antwort, das geht alles über den Kommentar. Ich bin noch am Anfang und werde mal schauen, wie wir das weiter ausbauen können. Ich möchte es halt ein bisschen anders machen als andere, deswegen schauen wir mal. Was ich heute mache, ist das Keltische Kreuz. Ja, und das ist halt einfach eine Aussicht, was euch wichtig ist in diesem Monat oder was dabei rauskommt oder wovor ihr gewarnt werden solltet oder was euch wichtig ist, wie die Entscheidung vielleicht ausgehen sollte oder was auch immer. Ihr könnt euch das anschauen und selbst entscheiden, wie das für euch passt, weil das ist natürlich eine allgemeine Legung und das passt nicht mit jedem und nicht mit jeder Situation. Ich kann halt nur allgemein legen jetzt, weil ich ja keine Person vor mir habe. Aber ihr könnt euch das rausziehen, was für euch relevant ist. Das ist so ähnlich wie beim Horoskop. Dann guckt ihr auch, ist schlechter Tag, guter Tag, ne? Und dann könnt ihr euch das rausziehen, was euch weiterhilft. Und das ist eigentlich die Sache dahinter, dass ihr euch einfach eine kleine Hilfestellung holt, wenn ihr gerade irgendwie vor Entscheidungen steht oder irgendwas Wichtiges ansteht. Dann könnt ihr euch dabei helfen lassen. Ja? Entscheiden müsst sowieso ihr und durchleben müsst ihr das sowieso selber. Also von daher ist das jetzt, wie gesagt, nur eine Hilfestellung. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt und fangen wir einfach mal an. Ich mische jetzt die Karten und dann legen wir das Keltische Kreuz. Ups. Und dann schauen wir mal, was euch das Tarot-Deck sozusagen hat, was euch weiterhilft, was euch Informationen gibt. Das ist natürlich unabhängig vom Geschlecht. Man kann jetzt auch nicht auf bestimmte Personen gehen, weil man eben nicht das einzelne Personen betrifft, sondern wirklich eine ganze Reihe von Menschen. Und deswegen schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Schon mal sehr schön. So. Ich erkläre euch die Karten auch alle einzeln und wir schauen mal, was wir daraus machen können. Die Klärungen ergeben sich eigentlich erst, wenn man dann die Karten dazu nimmt, weil das sonst einfach auch zu oberflächlich ist. Ja. Das, was hier wichtig ist in diesem Monat, das ist hier die 7 der Stäbe. Das ist voran. Also ihr müsst vielleicht ein bisschen kämpfen oder ein bisschen hart arbeiten, aber ihr wisst wofür und ihr wollt das auch. Also ihr seid bestrebt, da irgendwas draus zu machen. So, und dazu kommt halt die Hierophantin oder Hohepriesterin. Ja, das ist praktisch das Gegenstück zum Hierophanten. Die geistige Führung, der Glaube an euch selbst, eure innere Stimme. Ja, die ist auf jeden Fall da und das ist sehr gut. Ja, dann haben wir die Karte, was euch im Kopf rumgeht. Und da ist natürlich das Ass der Münzen eine Geschichte. Also ihr wollt finanziell natürlich was erreichen, ihr macht euch Gedanken darum, vielleicht habt ihr auch finanziell was zu erwarten oder so, es ist auf jeden Fall positiv. So, dann haben wir das, was euer Bauch sagt. Euer Bauch sagt, nee, weil das ist die Schmollkarte. Also ihr habt hier drei Kelche und euch wird ein vierter geboten und den seht ihr gar nicht oder wollt ihr nicht sehen. Ja? Da gehen wir mal drauf ein später, was das genau ist. Dann gucken wir mal in eure gerade verflossene Vergangenheit. Das ist die 3 der Münzen. Die 3 der Münzen bedeutet Zusammenarbeit. Vielleicht im Team, vielleicht in der Gruppe, Sportverein oder auch Kollegen, Freunde, Familie. Ja? Und das ist halt eine gute Zusammenkunft. Da können wir auch mal sehen, was das jetzt genau betrifft gleich. So, eure nahe Zukunft, das ist ja wichtig. Und da haben wir leider die Sonne umgedreht. So sieht die Sonne aus. Und Strahlen, Wärme. Auch umgedreht ist die Sonne nichts Schlechtes, aber sie hat halt nicht ihre Strahlkraft, als wenn sie aufrecht da liegen würde. Ja?
Und warum das so ist, gucken wir uns gleich noch an. Jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr euch seht im Dezember 2017, liebe Fische. So, da haben wir jetzt die 6 der Münzen. Und das heißt so viel wie, man kann nur das geben, was man selber hat. Das sollte sich die Waage halten. Also nicht übertrieben, zum Beispiel jetzt mit Geschenken, sondern im Rahmen dessen, was man sich leisten kann. Man sollte sich nicht übernehmen oder man sollte jetzt auch nicht anderen zu sehr helfen. Aber das ist das, was, wie ihr euch seht diesen Monat. Ja? Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr von außen gesehen werdet. So, da haben wir den König der Schwerter. Der König der Schwerter ist ein ziemlich knallharter Geschäftsmann, jemand, der ohne Umschweife sagt, was er denkt und damit auch ziemlich treffen kann. Das kann ganz schön wehtun. Ja? Er ist jetzt auch in umgekehrter Form, das heißt nicht, dass das schwächer wird, sondern eher verstärkt. Vielleicht habt ihr euch mit jemandem angelegt, vielleicht könnt ihr das noch vor den Feiertagen aus dem Weg räumen, das wäre schön. Wer das ist oder wo das hintendiert, diese Auseinandersetzung, die wahrscheinlich schon vorbei ist, das können wir gleich mal klären. Aber so sehen euch die anderen. Also auch ziemlich harsch vielleicht. Ja? Ob das stimmt, das müsst ihr entscheiden oder beziehungsweise vielleicht war euch das auch nicht bewusst. Eure Hoffnungen und Ängste. So, und da haben wir jetzt den Hierophanten. Und der Hierophant ist eine Figur des Glaubens. Es ist der Papst oder es kann auch der Glaube an sich sein. Das muss jetzt nichts mit christlicher Kirche zu tun haben. Eine höhere Macht oder die Geister oder die Engel, woran immer auch ihr glaubt. Ja? Warum ihr da Ängste habt oder Befürchtungen habt, vielleicht habt ihr euch nicht so gut benommen und befürchtet das Fegefeuer. Ich weiß es nicht, aber das werden wir gleich mal herausfinden wollen. Jetzt gucken wir mal, wie der Monat so insgesamt gewertet wird von den Karten. Und da haben wir die 10 der Schwerter umgedreht. Die 10 der Schwerter bedeutet auch das Ende eines Zyklus. Ja? Also da wäre im aufrechten Falle das Schlimmste vorbei. Ihr seid aber noch nicht ganz dort. Ja? Ihr seid noch nicht ganz fertig mit dieser Niederlage, die ihr vielleicht auch in der Vergangenheit hattet. Da habt ihr noch ein bisschen dran zu knabbern. Da gucken wir gleich nochmal. So, dann nehmen wir jetzt mal die kleineren Karten und gucken erstmal, was hier der Punkt ist, für den ihr euch einsetzt und den ihr diesen Monat vielleicht auch bewältigen möchtet oder wo ihr hin wollt, was das zu bedeuten hat. Ja? Schauen wir mal, was das für eine Sache ist, damit wir auch feststellen können, wie ihr damit umgehen könnt. Ja, was euch da ja, geraten wird, was ihr für Tipps haben könnt, schauen wir mal. So, da haben wir den König der Stäbe, ja, umgekehrt. Das heißt, also der König der Stäbe bedeutet so viel wie feurige Energie und voranpreschen im aufrechten Fall. Und das heißt jetzt für mich, ihr solltet das Ganze langsam angehen, ja, nicht zu schnell. Weil ich habe ja danach gefragt, was für Tipps und Tricks euch da erwarten, was man euch raten kann oder wo es hingehen soll. Also nicht mit Volldampf voraus, sonst seid ihr nachher erschöpft. Ja? Und vielleicht braucht ihr eure Energie noch für andere Dinge, andere schönere Dinge vielleicht. Aber wie gesagt, das schauen wir noch. Dann haben wir hier die 7 der Kelche. Das hier ist eigentlich so eine Reihe von Angeboten, wo derjenige, der davor steht, gar nicht weiß, was er annehmen soll. Das ist nun umgekehrt. Entweder ist diese Phase für euch vorbei, die Angebote gibt es nicht mehr, oder aber ihr habt alle ausgeschlagen. Das weiß ich nicht und müsst deshalb jetzt mehr ran. Das kann natürlich sein. Das müsst ihr entscheiden, wie das für euch passt. Ja? Und was ist jetzt so der Sinn und Zweck? Ups, da ist was rausgesprungen. Und das ist der Bube der Schwerter. Das heißt, Kommunikation. Also, ihr seid jetzt dabei, eine Arbeit zu vollenden oder kämpft dafür, irgendwas zu erreichen.
Das solltet ihr nicht allzu feurig tun, also nicht, sag ich mal, zu forsch vorangehen. Ihr habt da irgendein Angebot oder von mehreren Angeboten etwas ausgeschlagen oder ihr habt ein Angebot angenommen, was euch jetzt nicht mehr so behagt. Und der Bube der Schwerter bedeutet Kommunikation, Reden, Wahrheit, die Wahrheit sprechen. Ja? Der Bube der Schwerter ist auch eine Chance. Wenn ihr darüber sprecht, könnt ihr es euch vielleicht leichter machen. Ja? Und dazu hilft euch natürlich die Hohepriesterin mit eurer Intuition. Und Fische haben eine sehr gute Intuition. Deswegen könnt ihr euch das weiterbringen, wenn ihr auf euren Bauch hört. Und den wollen wir jetzt mal sehen, warum der schmollt. Ja, warum der Bauch schmollt. Das interessiert mich jetzt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ihr vielleicht eine nicht so gute Entscheidung getroffen habt. Oder für euch halt, die mit ein bisschen Arbeit und Stress verbunden ist. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. Das ist die 9 der Kelche. Das ist die Wunscherfüllung. Und da sie umgedreht ist, wurde euch dieser Wunsch nicht erfüllt. Und das grummelt. Ja, das passt ja auch dazu, dass ihr den Kelch nicht sehen wollt. Vielleicht habt ihr ihn nicht gesehen und ihn ausgeschlagen. Vielleicht war das dieses Angebot. Ja, auf eine Arbeit oder eine gute Geldanlage zum Beispiel oder eine Einladung, die ihr nicht angenommen habt. Ich weiß es nicht. So, gucken wir noch mal, was dazu kommt mit dem rummeligen Magen oder mit der Schmollkarte da unten. Was haben wir da? Auch wieder Münzen, Geld, Finanzen. Ja? König der Münzen. Ja? Stabilisierte finanzielle Lage und dem ist eben nicht so oder noch nicht so. Das könnt ihr alles selber noch umändern. Ihr habt ja hier die Kommunikation als Möglichkeit und die Intuition, um euch dabei zu helfen. Vielleicht könnt ihr da noch was machen. In der Vergangenheit hattet ihr gute Teamarbeit und das ist ja auch nichts Schlechtes. Und im Kopf habt ihr natürlich auch die finanzielle Situation. Ihr möchtet euch da verbessern. Gucken, was euch dazu ja, geraten wird, was ihr tun könnt oder worüber ihr nachdenken sollt. Weil das ist ja die Kopfgeschichte. Und was ist für euch wichtig an Gedanken, an Hinweisen, was ihr, die zwei, ja, so. Das ist die Königin der Schwerter. Das hat auch wieder was mit Kommunikation zu tun. Wem sage ich was, wann und wie? Ja? Und die andere, Königin der Münzen. Auch wieder die finanzielle Geschichte. Eine etablierte Dame, ja, die auch genau weiß, wovon sie spricht. Vielleicht hat das was damit zu tun, zu kommunizieren, was man eigentlich möchte. Ja? Und sich das in Gedanken, wo man hin will, schon mal zu überlegen, damit man da, wo es relevant ist, dann mit Intuition das erreichen kann, was man möchte. Und dann kann man die hier umdrehen. Ja? Dann ist der Bauch vielleicht auch wieder gnädig gestimmt. Ja? Also das ist jetzt nur mal so ein Hinweis. Jetzt haben wir in naher Zukunft die Sonne umgedreht. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum? Weil ihr über die ganze Situation nicht glücklich seid. Ja? Jetzt gucken wir mal, was wir in der oder was ihr in der Zukunft tun könnt, ja, damit das dann vielleicht doch noch dahin gelangt, wo ihr das haben möchtet. Ob das jetzt privat ist oder beruflich oder freundschaftlich, wie auch immer. Was könnt ihr tun, damit sich die Sonne dann für euch herumdreht, damit es euch gut geht, der Magen nicht mehr grummelt? Was gibt es da für Hinweise? So, schauen wir mal. Okay. Wir haben den Magier. Der Magier hat alle seine Utensilien dabei, seine Werkzeuge. Ja, hier so. Und da der umgedreht kam, nehme ich an, euch fehlen ein paar wichtige Sachen, ein paar Sachen, um dahin zu kommen, wo ihr hin wollt. Und da denke ich so an Schulungen oder an Weiterbildung oder irgendwas in der Richtung, wenn das jetzt beruflich ist. Oder vielleicht auch, ja, wie gesagt, an der Kommunikation. Vielleicht könnt ihr da noch was tun, dass ihr in Gedanken überlegt, wie ihr das formulieren könnt. Ja, ich gucke nochmal. Dann haben wir hier auch die Chance, Bube der Münzen.
auch wieder umgedreht. Das ist eine Möglichkeit, die noch nicht da ist. Aber wie gesagt, ich denke, wenn ihr die Skills habt, die ihr braucht, könntet ihr das Ganze insgesamt umdrehen. So, ich suche noch eine Karte, die dann noch einen wichtigen Hinweis liefert. Gucken. Der Triumph. Also wir haben jetzt alles umgedreht. Ja, das ist leider so. Da fehlt euch noch irgendwas. Also ich denke mal hier, um die Sonne rumzudrehen, braucht ihr euer Werkzeug, das was dazugehört. Da müsst ihr euch vorher Gedanken machen. Dann gibt es auch die Chance und dann führt es zum Triumph. Aber wie gesagt, daran müsstet ihr arbeiten, weil im Moment sieht die Zukunft noch so aus, wie ich es euch gezeigt habe. So, jetzt seht ihr euch als jemand, der nicht mehr geben kann, als er hat. So, ob das im Zusammenhang jetzt steht mit dieser beruflichen, ich nehme mal an, beruflichen finanziellen Geschichte, das müssen wir herausfinden. Hat das was damit zu tun? Ja, nein. Oder ist das eine persönliche Geschichte, eine private, eine freundschaftliche, familiäre? Wir haben hier die Königin der Kelche, ja, und sie ist umgedreht. Normalerweise ist die Königin der Kelche eine sehr gefühlvolle Dame, ja, sehr kompetent, ja, mütterlich eben, ja, und das ist eben jetzt nicht so. Und vielleicht fehlt da ein bisschen was, aber vielleicht kommt das ja auch so rüber, weil ihr jetzt momentan finanziell nicht so gut dasteht, meinetwegen, und dann auch nicht so viel geben könnt, dass ihr euch so fühlt, ja, weil das ist ja das Bild, was ihr von euch habt, ja. Das finde ich aber Quatsch, wenn ein Kind weiß, dass die Mutter zum Beispiel nicht viel hat, dann sollte das keine Rolle spielen. So, und hier, das ist eine Entscheidung, wurde getroffen, aber ihr habt euch noch nicht entschieden, ne? Die drei der Stäbe bedeutet immer, diese zwei bleiben stehen, die dritte wurde gewählt, ja. Und die war umgekehrt und da nehme ich an, dass ihr da noch keine Entscheidung getroffen habt. Also wie ihr euch selber sehen wollt. Ja, vielleicht könnt ihr da was für euch ändern, was ihr an eurem Selbstbild ändern wollt. Ja, das ist ja auch eine gute Geschichte, wenn man sich Gedanken macht, wie man sein möchte. Ja, eine Ast der Stäbe, auch wieder umgedreht, leider. So. Kommen wir zu dem Bildnis, was die Außenwelt von euch hat. Ich lege das jetzt mal hier hin. Das ist halt der König der Schwerter. Und da haben wir ja gesagt, nach außen hin kommt ihr wahrscheinlich ein bisschen barsch rüber oder vielleicht habt ihr euch mit jemandem zerstritten, verbal natürlich, und da fielen vielleicht ein paar böse Worte oder es war irgendwie nickelig oder so. Gucken wir mal. Ja, was ich hier sehe ist, die vier der Münzen, ja, da, wenn die aufrecht ist, heißt es, dass er alles bei sich behält, dass er geizig ist. Und da geht es wohl um Freigebigkeit, ja, weil es ist ja genau umgekehrt. Und ich denke mal, dass ihr da vielleicht aufgrund eurer Situation vielleicht nicht so freigebig sein konntet, wie ihr wolltet, und es da vielleicht verbal zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kam. Nochmal eine Karte. Okay, wir haben hier die Acht der Kelche. Und das ist eine Karte, die wendet sich von dem, was war, ab. Und das ist auch gut so. Ja? Wenn das in dem Fall jetzt, wenn das jetzt so war, dass es da um Finanzielles ging und so, wenn ihr euch rumdrehen könnt und sagen könnt, ist mir egal, ich mache mein Ding, wunderbar. Diese Karte kann auch bedeuten, dass man etwas zurücklässt, was einem lieb und teuer ist. Ja? Und das kann, wie gesagt, in einer verbalen Auseinandersetzung oder wenn man sich mit jemandem einfach streitet, kann das auch der Fall sein. Ja? Also da müsst ihr euch dann, wie gesagt, rausziehen, was ihr wollt. Kann man das denn irgendwie schlichten, beilegen? Kann man das wieder, ja, hinbiegen, dass ihr nach außen hin anders rüberkommen. Schauen wir mal. Da haben wir wieder diese Karte, was vorher, wo ihr euch selbst gesehen habt. Das ist genau die gleiche Karte. Also geht es darum,
dass ihr nicht mehr geben könnt, als ihr habt. Ja? Und das ist euer gutes Recht und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also müsst ihr das auch klar und deutlich zu verstehen geben. Vielleicht war das ja auch ein Missverständnis und derjenige hat es einfach als Geiz gesehen und hat gar nicht wahrgenommen, dass ihr vielleicht das finanziell gar nicht stemmen konntet. Ja? Ist jetzt nur ein Beispiel, kann auch was anderes gewesen sein. So, eure Hoffnungen und Ängste, der Hierophant, warum macht er euch Angst oder macht er euch Hoffnung? Seid ihr im Glauben verankert und könnt dadurch Kraft ziehen und euch gut fühlen? Und wie hängt das zusammen? Aha, das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Also würde ich das so sehen, dass ihr im Glauben irgendwie beschäftigt seid, euch damit beschäftigt, euch auseinandersetzt, ja? Weil das ist jetzt jemand, der seine Arbeit verrichtet und dadurch auch Gewinn erzielt. Und das kann natürlich geistig und seelisch und glaubenstechnisch auch passieren. Ja? Und noch eine Karte dafür, weil das ist ja eigentlich ziemlich eindeutig. Und wenn euch das Kraft gibt und euch auch was bringt, wunderbar. So, da haben wir sogar zwei, die rausgehüpft sind. So. Die sind jetzt auch umgekehrt und das ist auch gut so. Diesmal ist es richtig gut. Und zwar haben wir hier die 5 der Münzen. Ja? Die 5 der Münzen bedeutet so viel, man wird draußen im Regen stehen gelassen oder in diesem Fall im Schnee. Ja? Die Leute sehen ziemlich zerlumpt aus und denen geht es auch gar nicht gut. Umgekehrt bedeutet das, darüber seid ihr schon hinweg. Also vielleicht hat euer Glauben euch geholfen, über irgendwelche Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind oder Enttäuschungen hinwegzukommen. Das gleiche gilt hier für die 9 der Schwerter. Ja? Da ist es so, dass man nachts nicht schlafen kann, weil einen etwas beschäftigt. Kann natürlich auch, wie gesagt, hier mit dem Streit zu tun haben, dass euch das wirklich an die Nieren ging und dass ihr da wirklich dran zu knabbern hattet oder habt auch noch, weil das ist ja für diesen Monat. Aber wahrscheinlich hilft euer Glaube euch, das in einem anderen Licht zu sehen, ja? Weil wir haben oft Herausforderungen, die uns an die Grenze bringen, aber dadurch wachsen wir auch. Und das ist das, was man auch Glaube nennt, dass es einen Sinn macht. Ja? Und hier haben wir nämlich auch die 10 der Schwerter umgedreht. Ja? Ihr seid fast darüber hinweg, was euch, das muss jetzt nicht die gleiche Sache gewesen sein, was euch ja, beschäftigt hat, was euch runtergezogen hat, ja, gucken, wie das ihr damit umgehen könnt, welche Hinweise es gibt, wie ihr damit umgehen sollt oder was gut für euch ist und dass es euch besser geht. Die 10 der Münzen, ja, das ist natürlich eine schöne Karte. Ihr solltet einfach euer Ding machen. Euer Bauchgefühl nutzen, eure kommunikativen Fähigkeiten und das, was euch im Kopf rumschwirrt, werdet ihr dann erreichen. Nicht sofort, es dauert, aber es wird passieren. Und das ist doch eine schöne Karte für diesen Monat, ja, dass man sagen kann, da ist das, was ich mir gewünscht habe, tatsächlich auch eingetroffen. Ja? Und so lassen wir das jetzt auch stehen. Ich werde euch jetzt noch eine Orakelkarte ziehen oder Engelkarte, wie auch immer. Das ist von Doreen Virtue, der Zauber, Meerjungfrauen und Delfine. Zeit zum Spielen ist ja auch euer Element, Wasser und Fische. Die Delfine wissen, wie wichtig es ist zu spielen, denn Freude erzeugt Wunder und Manifestation. Also, viel Spaß beim Spielen im Dezember. Ja. Ich gucke mal, was ich noch für eine Karte für euch habe für den Dezember aus dem Dali-Deck. Und da habe ich die Königin der Kelche. Das Gefühl. Und da seid ihr ja auch sehr drin verwurzelt und Fische haben auch sehr tiefe Gefühle und von daher kann ich euch nur alles Gute wünschen. Es wird sehr schön und von dem zu dem ist kein großer Schritt. Das kriegt ihr hin.
wird vielleicht nicht mehr im Dezember ganz klappen, aber es kommt. Ja, eine gute Aussicht fürs nächste Jahr. Und für das nächste Jahr habe ich dann auch die Jahresvorschau für jedes Sternzeichen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich abonnieren. Daumen hoch wäre schön. Und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ihr die kleine Klingel drückt, wenn diese Lesungen rauskommen. Und dann könnt ihr euch informieren, wie das nächste Jahr aufgebaut ist. Würde mich freuen, euch wiederzusehen und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!